Ja, liebe Leute, wir stehen draussen, gell? So ein düsterer Tag, ein trister Tag. Es regnet fast, aber der Franz Alt hat mal gesagt, Zune, 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 gut, also. Ich denke, ich höre mich gar nicht. Aber es ist gut. Liebe Leute, ein trister Tag, Wolken verhängt, man möchte meinen, die Sonne scheine nicht. Und wir reden heute über Photovoltaik. Nämlich in Krebs soll es eine Genossenschaft geben, wie man eben selber eine Photovoltaikanlage aufs Dach aufbringen könnte. Es gibt ja schon Krebs Solar. Aber zuerst würde mich vielleicht mal interessieren, bei diesem diffusen Wetter, ja, schickt uns die Sonne überhaupt Energie? Der Franz Alt hat mir einmal gesagt, die Sonne schicke nie eine Rechnung. Aber ihr wisst, es kostet gleich eine Photovoltaikanlage. Auf das und anders können wir dann noch reden mit dem Roger Rusterholz. Er ist bei Krebs Solar Verwaltungsrat. Und vielleicht einmal zuerst, Roger, wenn wir jetzt hinter uns schauen, das ist die Markthalle, gell? Jawohl, das sind zwei Anlagen, die wir von Krebs Solar aus betreiben. Und zwar die größere Anlage, das ist die 100 Kilowatt Anlage, das ist auf dem neuen Teil der Markthalle, und dann hat es ein bisschen kleinere auf dem älteren Teil der Markthalle. Und wenn wir sagen 100 Kilowatt Peak, dann nachher reden wir von der Spitze, das ist ungefähr etwa der Verbrauch von 20 Einfamilienhäusern. Das ist natürlich eine riesige Fläche, gell, natürlich. Das ist ja so, jawohl, das ist richtig, ja. Und so haben wir jetzt verschiedene Anlagen bei Krebs Solar, natürlich eben hier auf der Markthalle. Ja, wir haben insgesamt 7 Anlagen, die wir betreiben, Kirchgemeindehaus, Stüttlihaus und so weiter. Und ja, das im, alles in allem sind es etwa 300 Kilowatt Peak, die wir betreiben. Also rund 60 Einfamilienhäuschen. Ja, ja, kann man sagen, ja, ja. Und du bist Verwaltungsrat, hast du die Aktie auch in Krebs Solar rein, oder? Ja, natürlich, das habe ich dort, das ist klar. Und die bleiben da drin? Die bleiben drin, jawohl, das ist so. Und ich muss vielleicht noch sagen, du bist Ingenieur, also du verstehst das etwas von dem so, Ganzen. Ja. Das ist so, was ja sagst du? Der Franz Alt, gell? Das war der Sonnenprofessor eigentlich, ja, gewesen, oder, ja, oder Gott, oder wie man auch will sagen. Der hat mir immer gesagt, weißt, die Sonne schickt keine Rechnung. Und es, wir sagen immer den Haufen Leute, ja, auch bei so Wetter, sie schickt noch etwas. Und man sieht es ja bei euren Aufzeichnungen, also auch bei den diffusen Licht, gell? Ja, ja. Wenn man auf unsere Homepage geht, www.grabsolar.ch, da kann man immer schauen, was jede Anlage gerade aktuell produziert. Und man sieht, bei solchem Wetter ist nicht einfach nichts, sondern ein bisschen kommt noch. Es ist je nachdem, wie trüber es ist, sind es halt vielleicht nur 10%, 20%, 30% von der Nennleistung, die kommt. Aber eben, das zählt sich auch, das kann man halt auch brauchen. Ja. Es hat sich auch ein bisschen verbessert, gell, der Wirkungsgrad. Mir hat man früher einmal gesagt, dass so 32 Quadratmeter gehen 5 Kilowatt Peak. Jetzt letztens habe ich mir einmal eine Offerte machen lassen. Da hat man mir dann gesagt, eben also mit viel weniger Meter kriegt man gleich mehr Leistung her. Auch die Preise sind runtergegangen. Man muss vielleicht etwas Doppelte rechnen. Also ich habe dann eine Offerte bekommen. Brutto muss immer sagen, 18 Kilowatt Peak hat 36'000 gekostet. Es gibt natürlich dann eine Einmalvergütung, die Steuerermäßigung. Also es ist am Schluss weniger. Also was würdest du sagen aus deiner Erfahrung aus? Lohnt sich das? Jawohl, das ist das Interessante, und das tun wir mit unserer neu zu gründenden Genossenschaft, wollen wir das eben erreichen. Die Leute informieren, dass es heute sich lohnt, eine Photovoltaik aufs eigene Dach zu tun. Und was wir ja als neue Idee einbringen wollen, wir wollen die Leute motivieren, auch selber mitzubauen an dieser Anlage. Und wenn sie sich dann selber einbringen entsprechend, dann kann man bis ein Drittel noch einmal einsparen, zusätzlich. Zudem, als eben die ganzen Module billiger geworden sind und höher Effizienz. Ich meine, das sind Sachen, die sich auswirken, und man kann heute eigentlich für die Hälfte von dem, was man beim EW zahlt, kann man den eigenen Strom ab dem eigenen Dach schon produzieren. Und das sind die Investitionen, die etwas bringen. Und wo man kann, je nachdem, kann man da 3-6% Rendite von dem, wo man investiert, kann man wieder rausbekommen. Und das wissen die Leute viel zu weniger.
Du bist immer noch voll angefressen, immer noch voll Schuss, ja, gell? Ja, klar. Weißt, jetzt hast du doch gesagt, also die ganze Vergütung natürlich, gell? Das ist jetzt etwas anderes. Man muss es im Grunde nur dann bei mehr wie einspeisen oder eben noch besser, weil man fast nicht überkommt bei der Einspeisung, selber verbrauchen. Das heisst, mit Antwort, im Haus drin macht es natürlich dann Sinn, wenn man etwas so einrichtet, dass man eben den Gerät laufen lässt, wenn es gerade auch produziert. Das lässt sich ja auch installieren, jawohl, oder? Wenn man das macht, dann kann man den Eigenverbrauch kann man noch einmal steigern. Wenn man gar nichts macht, sondern einfach es dann nimmt, wenn es hat und es normal braucht, dann rechnet man damit, dass man etwa 30% von dem, was man auf dem Dach produziert, für den Eigenverbrauch eben kann einsetzen. Wenn man solche Massnahmen, wie du sagst, dass man sich überlegt, wenn ich jetzt meine Waschmaschine hier einstelle, die Wärmepumpe laufen lasse und so weiter, dann kann man doch über 40% machen. Und wenn man noch weiter will gehen, dass man auch noch ein paar Batterien in den Keller stellt, dann kann man hochkommen bis 70-80% Eigenverbrauch, wo man dann kann einsparen, wo man einfach dann nachher mehr wenig nicht muss zahlen. Und eben, dann lohnt es sich natürlich auch. Was heisst das? Also braucht man ein anderes Tableau oder kann man das dann alles, eben, Gleichrichter braucht es dann, gell? Wechselrichter braucht es, das ist so. Ja. Es hat also einen Teil an Elektroinstallationen. Also jetzt du bei deinem Haus, das jetzt sagen wir 30 Jahre alt ist, ungefähr. Ja, 40. Ja. 40. Also bei dir könntest du jetzt ohne Probleme so installieren. Das ist so und ich plane das auch, dass wir etwas machen. Ich habe bei mir sicher 60, 70 Quadratmeter Photovoltaik kann ich installieren. Das ist natürlich zu viel. Ich bin noch alleine mit meiner Frau im Haus. Aber wir werden das können zurückspeisen und wir kriegen etwas vergütet. Das sind 9 Rappen in Grabs, die wir kriegen pro Kilowattstunde. Und das ist gang so viel. Und das bringt etwas. Aber ich meine, man muss es auch ein bisschen im grossen Rahmen muss man es sehen. Wir stehen jetzt mitten in der Energiewende rein. Wenn man die Energiestrategie vom Bund anschaut, die Energiestrategie 2050, dann geht die eigentlich davon aus, dass man etwa 11 Terawattstunden, eine Terawattstunde, das ist eine Milliarde Kilowattstunden. Bis jetzt haben wir 2, ja? Und jetzt haben wir erst 2 und bis 2050 sollten wir 11 haben. Und wenn dort nicht eine grosse Anstrengung passiert von vielen Einzelnen, dann erreichen wir das Ziel nicht. Und irgendwann mal werden wir unsere Atomkraft müssen abstellen. Und wenn wir dann nicht wieder zurückgreifen müssen auf fossile Brennstoffe, dann müssen wir uns anstrengen. Wind ist bei uns in der Schweiz nicht so ein Riesenthema. Da hat es einen Haufen Hindernisse. Angefangen von den Windverhältnissen, die nicht überall sehr gut sind, bis zu den Naturschützern, die dort auch nicht so Freude haben, wenn man dort die Windmühlen aufstellt. Also müssen wir unsere Dächer füllen mit Photovoltaikanlagen. Und das zu unterstützen, das ist eigentlich unser Anliegen. Von dieser neu zu gründenden Genossenschaft, ESG Ost heisst die, und dort wollen wir die Leute motivieren. Hey, ihr habt es gemerkt, liebe Leute, er ist ja länger in Nähe gekommen, der Roger Osterholz. Jahrgang 46, Ukür, angefressen von dieser ganzen Idee. Und er investiert selber auch, macht bei sich eine Photovoltaikanlage auf. Und noch unter uns gesagt, er hat einen Ort, der nicht sehr, sehr sonnig ist. Und trotzdem riskiert er es. Roger, hast du nicht fast Angst vor dem eigenen Mut? Also, ich will jetzt nicht sagen, wo du daheim bist, aber der Ort ist nicht gerade der sonnigste, wie ganz in der Nähe. Ja, aber weißt du, es gibt so Kataster, wo man schauen kann, wie das eigene Dach eigentlich geeignet ist oder nicht. Und wenn ich so einen Kataster anschaue, dann sehe ich, dass mein Dach doch sehr gut geeignet ist, nach Süden ausgerichtet. Und das ermutigt mich, das zu machen. Ich habe dort einen Ertrag, der ausreichend ist, dass auch eine gewisse Rendite dort zustande kommt. Wobei, das ist bei mir überhaupt nicht im Vordergrund. Und was macht man jetzt, wenn jemand jetzt sich angesprochen fühlt? Also wie geht man jetzt da vor? Wo meldet man sich? Ja, man kann mal zum Beispiel an eine von unseren Infoveranstaltungen gehen, die wir haben, am 24. April in Saletz, im Landwirtschaftlichen Zentrum, oder am 25. April, das ist dann in Heerbrugg, in der Evangelischen Kirche, werden wir informieren, sehr umfassend, und zeigen, was das alles bedeutet.
Ja, oder sonst kann man auch mir anrufen. Oder? Ich wohne in Graps und da findet man mich. Da würde ich Ihnen zutrauen. Tag und Nacht für die Sonne bereit. Für jawohl, das ist so. Das muss es haben, solche Leute, damit etwas vorwärts geht. Und wer es jetzt nicht glaubt, liebe Leute, dass es auch bei so einem Tag, bei so Sonne, wir haben es den 10. April, überhaupt eine Leistung gibt, da kann man eben unter Graps Solar einsteigen, könnt dort genau nachschauen, was es jetzt auf dem Dach da bei der Markthalle für einen Ertrag gibt. Also es gibt eben wirklich einen Ertrag. Es lohnt sich auf jeden Fall. Vielleicht, da muss man vielleicht noch sagen, es lohnt sich natürlich vielleicht nicht bei jedem Objekt. Aber da gibt es ja auch natürlich eine gewisse Beratung. Nehme ich an, oder? Das ist so. Ich meine, Selbstbau von Photovoltaikanlagen, das klingt sehr toll. Das ist natürlich nicht möglich, ohne dass es eine Profi-Unterstützung gibt. Und wir von der Genossenschaft werden solche Profi schicken und mit den Leuten verhandeln. Das fängt an mit einer Erstberatung, geht zu einer Offerte. Das geht nachher darum, das Material günstig einzukaufen. Das geht weiter nachher bei der Begleitung der Bauarbeiten auf dem Dach oben. Man muss ein profimässiges Gerüst haben dafür. Wir müssen auch schauen, dass der Elektriker im richtigen Moment kommt und die Anschlüsse macht im Tableau. Es muss nachher die Anlage abgenommen werden. Das wird alles begleitet von der Genossenschaft aus. Man kann dann davon ausgehen, dass es eine sichere Sache wird, so etwas zu bauen. Und zum Zweiten, dass es eine professionelle Sache wird. Kann man nur sagen, gut Luck und viel Sonne, oder was wünschst du? Ja, ein Haufen Interesse von den Leuten. Wir suchen Genossenschaftler, die mit einer gewissen Begeisterung kommen, bei uns mitmachen. Sie werden etwas haben davon. Wir machen das eigentlich aus Idealismus. Wir von den Gründern von dieser Genossenschaft. Und also, es geht hier überhaupt nicht ums grosse Geld verdienen für uns. Viel Sonne oder einfach das Wetter, wie es ist, ist egal. Ja, das Wetter, das ist nicht schlechter geworden. Denken wir an letzten Sommer, was dort alles runtergekommen ist. Eben gratis, ohne dass wir etwas haben müssen zahlen dafür. Okay, und liebe Leute, wir weisen dich auf die Infoveranstaltungen und eben auch auf die Internetseite. Könnt nachschauen, könnt auf der Internetseite dann sicher, wo ich nachschauen, wenn die Veranstaltungen sind, oder? Das ist so, das, so ja. Jawohl, das ist www.esg-ost. .ch und dann kommt man auf die Hauptinternetseite und da gibt es Infoveranstaltungen, das kann man dort anschauen. Ja, dann gehen wir dort her und dann ist Graps vielleicht nicht nur einfach eine Energiestadt, sondern vielleicht eine Sonnenstadt. Und noch die letzte Frage, Roger, wir wären dann bei den ersten 8 dabei, gell? Etwa 7 so Selbstbaugenossenschaften gibt es schon, da wäre dann das ist richtig, ja. Das ist etwa die 8. Selbstbaugenossenschaft. Und die erste in der Ostschweiz, oder? In der Ostschweiz ist es die erste. Ostschweiz ist für uns der ganze Kanton St. Gallen, das Thurgau, Appenzell, Innen- und Ausserrhoden. Und die wollen wir alle motivieren, bei uns mitzumachen.